Ja, hallo, ich begrüße euch, liebe Jugendliche der Vineyard Aachen, aber natürlich auch alle anderen, die aus irgendeinem Grunde dieses Video schauen. Ich möchte euch ein Stück weit begleiten durch dieses Video in dieser Zeit jetzt. Und ich habe eine Message für euch, die heißt, der reichste Ort der Erde. Was könnte das sein, dieser reichste Ort der Erde? Könnte das vielleicht Luxemburg sein, das als reichstes Land der Welt gilt? Oder vielleicht Dubai mit seinem verschwenderischen Reichtum? Venezuela mit seinen gewaltigen Ölvorkommen? Oder Russland als einer der größten Produzenten von Naturdiamanten? Nein, in diesem Fall nicht. Sondern der reichste Ort der Erde, der ist dir sehr nah. Wenn du vielleicht aus deiner Haustür herausgehst und vielleicht natürlich alleine oder maximal zu zweit und du gehst vielleicht einfach mal nach rechts und dann mal ein ganzes Stück geradeaus, dann nach links, die nächste wieder rechts und die ganze Straße runter bis ans Ende der Straße, da ist dann dieser reichste Ort der Erde, nämlich der Friedhof, vielleicht in deiner Stadt, in deinem Dorf. Der Friedhof. Warum soll das der reichste Ort der Erde sein, der Friedhof? Auf dem Friedhof gibt es einen sagenhaften Reichtum an Geld, das nie verdient worden ist, an Träumen, die nie gelebt worden sind, an Rekorden, die nie aufgestellt worden sind, an Büchern, die nie geschrieben worden sind, an Träumen, die nie gelebt worden sind, an Berufen, die nie ausgeübt wurden und auch an guten Entscheidungen, die nie getroffen worden sind. Und ich möchte mit diesem Video dazu beitragen, dass du diesen Reichtum auf diesem Friedhof nicht noch vermehrst. Und das bringt mich auf eine Geschichte, bei der ein Fürst in ein fernes Land zog, um ein Königreich zu erlangen. Und er rief seine Knechte zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Je nach ihrer Tüchtigkeit erhielt einer 10 Zentner Silber, ein anderer 5 Zentner Silber, ein anderer nur 1 Zentner. Er gab ihnen das Geld, damit sie in seiner Abwesenheit damit Handel treiben, damit sie damit Gewinn erwirtschaften. Und dann zog er fort, dieses Königreich zu erlangen. Und nach langer Zeit kam er zurück und forderte natürlich Rechenschaft von seinen Dienern, von seinen Knechten, zu sagen, was habt ihr mit meinem Geld gemacht? Habt ihr es vermehrt? Habt ihr damit gehandelt? Und dann war es so, dass der erste Diener hatte das Geld verdoppelt und bekam seinen Lohn, eine Herrschaft über viele Städte. Der zweite hatte auch das Geld, was er bekommen hat, verdoppelt, bekam auch seine Belohnung, dass er eine Herrschaft auch über Städte, über weniger in dem Fall. Und der dritte, der nur 1 Zentner bekommen hat, was mit dem geschah, lese ich euch jetzt vor. Da trat auch herzu, der 1 Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesehen hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechseln bringen sollen und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das Meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihn dem, der 10 Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Gott hat dich mit Talenten, Träumen, Wünschen, Fähigkeiten und Gütern ausgestattet, dass du deine Mission, deinen Spezialauftrag hier auf dieser Erde ausführen kannst.
Das ist das, wozu er dich geschaffen hat. Und das ist so wie bei James Bond. Da gibt es auch immer diese Sequenzen, wenn James Bond bei Q ist und dort eben alle möglichen Sachen bekommt, die er für seinen Auftrag braucht. Natürlich das obligatorische Auto, aber auch dann solche Spielereien wie eine Armbanduhr, ein Aktenkoffer, die dann irgendwas können, meistens geht irgendwas in die Luft, meist wird irgendwas in die Luft gesprengt. Du bist berufen, mit all dem, was Gott in dich hineingelegt hat, einen Mehrwert zu schaffen in dieser Welt. Und egal, was du diesbezüglich tust, es geht immer darum, Menschen zu retten. Wie bei James Bond auch, der rettet regelmäßig die Welt. Aber auch bei dem, wozu Gott dich beauftragt hat, letzten Endes geht es immer darum, Menschenleben zu retten, ihnen zu dienen, ihnen zu helfen. Und es ist ja auch so, wenn wir überlegen, wenn wir die Berufe durchgehen, es gibt keinen einzigen Beruf auf dieser Welt, der nicht dazu dient, anderen Menschen irgendwie zu dienen. Nehmen wir zum Beispiel den Bäcker, der bringt uns die frischen Brötchen morgens. Oder kannst du jeden Beruf nehmen, egal. Krankenschwester, Arzt, in diesen Zeiten natürlich besonders, ja, in aller Munde. Oder der Bestatter, ja, zumindest den Angehörigen dient er, dass die Person unter die Erde kommt. Nein, du kannst zu jedem Beruf durchgehen. Es geht immer darum, dass Menschen geholfen wird, dass man Menschen dient. Und so hat jeder einzelne Tag das Potenzial, dass Gott sich durch dich verherrlicht. Indem du einfach gut bist in dem, was du tust, exzellent bist, indem du Mitmenschen dienst, ihnen hilfst oder du diese Welt einfach durch dein Sein, durch deine Anwesenheit bereicherst, indem du Licht bist, das Licht, das Christus in dir ist. Da ist so viel Reichtum in dir, den du dir nicht erarbeitet hast, den Gott in dich hineingelegt hat. So viel Schönes, so viel Weisheit, so viel Liebe, so viel Träume, so viel Talente und Fähigkeiten, damit du das auslebst, damit du gleichsam damit Handel treibst und einen Mehrwert für Gottes Königreich schaffst. Wenn du dieses ganze Potenzial, was da in dir ist, nicht nutzt, wenn du nichts daraus machst, dann gleichst du dem Knecht in der Geschichte, der sein Vermögen nicht vermehrt hat, der es vergraben hat und der am Ende niedergemacht wird, der in die Finsternis hinausgeworfen wird. Das ist ein ganz schöner Druck, oder? So will sicher niemand enden. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich. Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat den Preis bezahlt. Er ist am Kreuz für all deine Schuld, für all dein Versagen, für all deine Versäumnisse, für all deine Fehler gestorben und auch für all deine Krankheit. Und wenn du Jesus als deinen Retter angenommen hast, wenn du ihm dein Leben gegeben hast und du hast aus irgendeinem Grunde versäumt, dieses Potenzial in dir zu nutzen, einen Mehrwert zu schaffen, dann hat Jesus diese Strafe bereits dafür bezahlt. Er ist für dich in die Finsternis gegangen und du bist safe. Und das ist dann so, wie es in 1. Korinther 3, Vers 11 folgende steht: Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es klar machen. Denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Du kommst durch, auch wenn du gar nichts von dem genutzt hast, was Gott in dich hineingelegt hast. Das steht fest. Du hast also sozusagen nichts zu verlieren. Und zugleich hast du so viel zu gewinnen. Und zugleich ist es eben so, dass es eine Belohnung gibt im Himmel und auf Erden, wenn du das einsetzt, wenn du das investierst, das Gott dir anvertraut hat, einen Mehrwert zu schaffen für sein Königreich. Wenn du das nur für dich tust, wenn du nur für dich lebst und seist du noch so ein Gutmensch,
dann hast du deinen Lohn schon bekommen. Dann wird dir das über dieses Leben hinaus nichts nützen. Dann bist du der, der seinem Herrn am Ende nichts vorzuweisen hat, weil du nichts für ihn, für sein Reich erwirtschaftet hast, sondern nur für dich selber. Wenn du ihm aber die Früchte deines Tuns und deines Wandels hier auf dieser Erde bringst, dann wirst du belohnt. Hier auf der Erde mit dem, was man the good life nennt. Mit einem erfüllten Leben in Fülle, wenn auch mitten unter Verfolgungen. Und im Himmel mit einer fantastischen Stellung. Du hast eine himmlische Berufung, was du im Himmel sein bzw. bekleiden wirst. Und es lohnt sich, diesen Kampf des Glaubens jeden Tag aufs Neue zu kämpfen, um diesen Siegespreis zu bekommen. Warum also solltest du dich heute aufmachen, dein Bestes zu geben, alles zu geben? Warum solltest du dich heute in diesen Tag hineinkämpfen, um das Potenzial auszuschöpfen, das Gott in diesen Tag heute hineingelegt hat? Warum solltest du heute darum ringen, gute Beziehungen zu leben, Menschen gut zu behandeln? Warum solltest du heute einen Schritt auf die Verwirklichung deiner Träume zugehen und sei es noch so mühsam? Ganz einfach, weil es sich lohnt. Und wenn du diesen Jesus vielleicht noch gar nicht kennst, dann kannst du jetzt eine persönliche Beziehung zu ihm aufnehmen, anfangen. Indem du sprichst: Jesus Christus, ich wende mich an dich, du bist der Sohn Gottes und du bist am Kreuz für meine Schuld, für meine Sünden gestorben, dafür danke ich dir und ich nehme dieses Geschenk an. Ich gebe dir mein Leben. Wenn du dieses Gebet sprichst, willentlich und frei und von ganzem Herzen, dann kann ich dir nur gratulieren. Erzähle unbedingt jemanden davon, wenn du das getan hast, und such dir Christen, mit denen du einfach zusammen sein kannst und mit denen du dich darüber austauschen kannst. Ich habe jetzt für euch Jugendliche und wer immer jetzt auch noch zuschaut, noch eine Challenge. Ja, ihr wisst, ich liebe es, euch herauszufordern. Und zwar möchte ich euch herausfordern damit, dass ihr euch eine Liste erstellt. Eine Liste mit der Überschrift "Der perfekte Tag". Für mich ist diese Liste seit vielen, vielen Jahren ein wichtiges Tool. Und sage euch jetzt, wie das funktioniert. Der perfekte Tag. Natürlich wird es in deinem Leben und auch in meinem Leben keinen einzigen perfekten Tag geben. Denn das Einzige, was perfekt ist in dieser Welt, ist die Liebe Gottes. Aber die Liste macht trotzdem Sinn. Das funktioniert so. Ihr nehmt euch ein Blatt und schreibt oben drauf "der perfekte Tag". Und dann schreibt ihr eine Liste auf, wo ihr einfach hinschreibt: zu meinem perfekten Tag gehört, und dann eben alles, was dazu gehört. Ich möchte einfach ein paar Beispiele geben. Ich habe hier meine Liste mitgebracht. Sie ist ziemlich lang. Ich glaube, da sind, keine Ahnung, wie viele sind da drauf? Ich denke an 150, an die 200 Punkte sind da drauf. Und ich werde euch einfach noch ein paar Sachen zu meinem perfekten Tag gehört: Bibel zu lesen, Bibel zu hören. Und zwar mindestens so viel, dass ich einmal im Jahr durchkomme. Ich nehme einfach ein paar Beispiele. Zu meinem perfekten Tag gehörte, oder wo ich mir abends die Frage stellen kann: habe ich mich heute als hilfsbereit erwiesen, beziehungsweise Gutes getan? Aber auch, ihr könnt da alles reinpacken. Ja, alles, es gibt dafür kein richtig oder falsch. Ne, packt da alles rein, was ihr denkt. Da habe ich geschrieben: habe ich mich heute mit Schach beschäftigt? Einfach mit Schachtheorie, weil mir das wichtig ist, weil ich da weiterkommen will. Habe ich heute Musik angehört? Habe ich mir heute Zeit genommen für sportliche Bewegung, mindestens 10 Minuten? Habe ich heute etwas gespielt? Habe ich ein Wochenziel? Habe ich mindestens 10 Minuten am Stück in Ordnung investiert? Und so weiter und so weiter. Habe ich heute mein Allgemeinwissen verbessert? Habe ich mich heute als großzügig erwiesen? Habe ich mir heute Zeit genommen für Kreatives? Und das ist eine Liste, die mir einfach hilft, meinen Tag so ein bisschen zu strukturieren und mich auszustrengen nach den Dingen,
diesen Tag zu erobern und einfach möglichst viel aus dem Tag herauszuholen. Also, es gibt nicht den perfekten Tag, aber wir können ihm so nah wie möglich kommen. Das ist meine Herausforderung an euch, so eine Liste zu erstellen. Die muss nicht perfekt sein, auch wenn es der perfekte Tag heißt. Die Liste muss nicht perfekt sein. Ich habe meine Liste, ich arbeite ständig an der Liste. Da kommt mal was drauf, dann geht wieder was weg. Seit vielen Jahren verändert sich diese Liste immer wieder. Natürlich bleiben auch viele Dinge. Es gibt auch eine Belohnung, und zwar für jeden, der mir diese Liste einschickt. Also ihr könnt mir diese Liste einfach schicken per WhatsApp, einfach ein Foto machen oder könnt ihr mir auch anders irgendwie zukommen lassen, müsst ihr mich halt irgendwie kriegen. Macht ein Foto davon, schickt sie mir oder zeigt sie mir, wenn wir uns sehen sollten. Es gibt unter all denen, die mir eine Liste geschickt haben, ein Spiel zu gewinnen und das Spiel heißt Carpe Diem. Das passt natürlich wunderbar zu dem Thema. Carpe Diem ist ein Brettspiel, was nominiert ist für den Kennerpreis des Jahres 2019. Und es geht, man schlüpft bei dem Spiel in die Rolle eines reichen Patriziers in Rom, der ein einträgliches Stadtviertel aufbauen soll. Ich kenne das Spiel selber noch nicht, habe das nur im Netz gesehen, ist aber schon bestellt. Und unter all denen, die mir so eine Liste schicken, werde ich dieses Spiel verlosen. Ja, also macht mit, nehmt die Challenge an. Und die hilft unbedingt auch jetzt in dieser Zeit, wo es einfach darum geht, einfach, ja, du stehst auf, was mache ich jetzt, ja, nicht direkt zuerst ans Handy, sondern erstmal gucken, wie kann ich diesen Tag gut nutzen, ja. Carpe Diem heißt, also kann übersetzt werden, heißt einfach übersetzt, pflücke den Tag, kann übersetzt werden als nutze den Tag oder genieße den Augenblick. Und genau das wünsche ich euch jetzt für diese Zeit, für diese besondere Zeit, ja. Genießt eure Tage, nutzt sie. Macht was Großes, schreibt Geschichte, brecht Rekorde, nehmt euch Dinge vor, spielt, tanzt, lacht, hört Musik, was auch immer. Was immer zu eurem perfekten Tag dazugehört. Ciao.